Das hier ist jetzt eine Perücke, die habe ich selber fertiggestellt. Wenn sie euch gefällt, dann sagt Bescheid, ihr könnt sie dann auch bei mir bestellen. Die ist ganz nach meinem Anspruch und nach meinen Bedürfnissen angepasst worden. Ich weiß ja natürlich am besten, was mir gefällt und was ich will. Jetzt drehe ich die Haare einmal auf. Für mich ist es eigentlich im Grunde genommen genau das gleiche Prozedere wie beim Weave. Ich weave mir schon seitdem ich glaube 18 bin, die Haare selber ein. Alles, was ihr braucht, ist ein Babyliss-Lockenstab. Das ist keine Produktplatzierung. Ich bin sehr, sehr ehrlich und sehr transparent mit meiner Produktplatzierung. Ich würde sehr, sehr gerne noch weitere Companies ausprobieren. Also wenn ihr Companies kennt, die man definitiv ausprobieren muss, sagt mir Bescheid. Ich mache sehr, sehr gerne das Elixier Ultim von Kerastase in meine Haare. Normalerweise einmal so ins ganze Haar nach dem Waschen, aber da das eine Perücke ist, habe ich die einfach aufgesetzt, gewaschen, aufgesetzt und fertig gemacht. Ich hole das mal jetzt einfach so nach und drehe jetzt peu à peu die Haare einmal auf, damit ihr seht, wie es funktioniert. Zwischenzeitlich können wir uns da so ein bisschen unterhalten und über das Thema Selbstbewusstsein sprechen. Wenn ihr gerne Motivationsvideos mögt, dann möchte ich auch, dass ihr mir das unbedingt in die Kommentare schreibt, weil ich möchte in der nächsten Zeit mindestens einmal die Woche ein Motivationsvideo drehen. Zumindest alle 2 Wochen ein Motivationsvideo muss drin sein. Wenn ihr eine Herbstidee braucht, dann könnt ihr euch ja auch so ein bisschen an der Frisur, die jetzt kommt, orientieren. Ich trage meine Haare und habe sie auch im Sommer sehr gerne glatt getragen. Das habt ihr sicherlich gesehen. Aber ich finde nichts ist schöner als aufgedrehte Haare. Es ist halt immer so ein bisschen müßig. Aber wenn ihr gute Extensions habt, die ihr bei mir bestellt, sind definitiv gut. Ich verkaufe euch keinen Mist. Dann hält die Locke auch entsprechend lang genug an. Ein kleiner ungeschriebener Trick, auf den ihr mich nicht festmachen dürft. Wenn ihr wollt, dass die Locke wirklich die ganze Nacht anhält und wirklich so eine eisenstarke Frisur haben wollt, dann Extensions habt, dann plädiere ich dafür, dieses Haarspray zu nehmen von Got2Be, das liebe ich. Auch keine Produktplatzierung, das muss man halt dazu sagen. Ich hätte die gern als Sponsor. Oh Gott, ich hätte die sehr gerne als Sponsor. Dieses Haarspray, Leute, ist wirklich gut. Ihr kennt mich, ich habe doch keine Zeit. Seit Tag 1, seitdem ich Videos drehe, wisst ihr, dass ich gerne in meinem Aufdrehprozedere gerne zeitsparend bin. Wenn ich Kunden habe und denen die Haare aufdrehe, da drehe ich gerne ausgiebig, nicht zeitsparend die Haare ein. Da möchte ich auch immer natürlich, dass bei meinen Kunden alles perfekt ist. Aber bei mir selber, ganz ehrlich, ich habe da keinen Bock drauf. Und die Locken müssen halt auch nicht immer so perfekt und so gleich aussehen. Ich würde sie direkt nach Aufdrehen fixieren. 6 Minuten sollte man die Haare auskühlen lassen, dann kann man die Sache auch rausbürsten. Also fixieren, Leute, ist schon das A und O. Ich muss mal überlegen, ob ich die Locken danach rausbürste. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich lasse sie jetzt erstmal so. Selbstbewusstsein und Arroganz ist ja zu differenzieren. Ganz klarer Fall. Ist man arrogant, ist man so ein bisschen, also dann denkt man, einem gehört die Welt. Und die Welt, jetzt mache ich das mal, ne? Die Welt gehört alles andere als uns. Also ich weiß, dass wir kreiert wurden. Ich glaube nicht an die Evolutionstheorie. Ich glaube daran, dass der Herr Allmächtige uns ein Nest gebaut hat, in das er uns reingesetzt hat. Dem Jeden das Seine, egal was ihr glaubt. Ich hoffe, dass ihr an Liebe glaubt und dass ihr es schafft, Liebe zu geben, aber auch klar zu definieren, wann Schluss ist. Und das ist auch ein sehr selbstbewusster Schachzug, wenn man für sich klar deuten kann, wann Schluss ist im Leben und wann man einfach aufhört, Menschen seine komplette Aufmerksamkeit zu schenken, wenn sie doch gar nicht verdient haben. Das heißt ja nicht, dass man die Menschen nicht mehr liebt und das heißt auch nicht, dass man die Menschen hasst. Nein, Hass ist das Schlimmste, was ihr Menschen gegenüber haben könnt. Und wenn ihr das beherzigt, was ich euch jetzt gleich sage, dann werdet ihr eigentlich niemanden hassen können, weil jede Art von Hate, die euch offenbart wird und die man euch gibt, ist ein Spiegelbild. Und ich will nicht sagen, dass der Mensch für sein Spiegelbild nichts kann, aber natürlich können Menschen was für ihr Spiegelbild. Natürlich können Menschen entweder positiv ausgelegt sein oder negativ ausgelegt sein. Und jeder Mensch kann selbstverständlich auch probieren, so gut wie es geht, an sich zu arbeiten. Wenn euch das passiert, dass man euch belügt und betrügt und das dann an eurem Selbstbewusstsein nagt, weil das kenne ich auch, wenn man betrogen und belogen wird, stellt man sich natürlich zuallererst die Frage,
Warum werde ich jetzt gerade belogen? Warum betrügt man mich? Warum? Ja, warum ist das so? Die Antwort ist wirklich, ihr könnt da nichts für. Ihr könnt für die negativen Eigenschaften eines Menschen, welche sich zusammensetzt aus den Genen seiner Eltern oder ihrer Eltern und aus den Begebenheiten des eigenen Umfeldes, nichts. Dafür könnt ihr nichts. Auch wenn der Mensch versucht, euch die Schuld in die Schuhe zu schieben für die bösen Dinge, die im eigenen Leben widerfahren sind. Also ihr habt nicht die Schuld. Ihr habt den Menschen nicht geboren. Ihr habt ihn nicht aufgezogen. Ihr wart nicht Teil seines Aufwachsens, denke ich mal. Und da könnt ihr dann auch nichts für, ja, für die traurigen Dinge, die im Leben eines solchen Menschen passieren. Das ist nicht euer, das ist nicht eure Schuld. Das will ich damit sagen. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dass man im Grunde genommen nicht schuld dran ist für die Missgunst oder für den Zorn, den einige Menschen in einem tragen, dann hat man auch ganz schnell raus, dass es sich nicht lohnt zu hassen. Und überall, in jedem Bereich, Leute, in jedem undenkbaren Bereich auf dieser Erde gibt es Menschen, die nicht richtig klar im Kopf ticken. Ich meine, solange es noch Vergewaltigung auf dieser Erde gibt, werden wir damit leben müssen, mit der Tatsache, dass wir Menschen einfach barbarische Tiere sein können. Und dass, wenn ein Mensch ein barbarisches Tier ist, es auch so etwas wie Karma gibt oder so etwas wie Gerechtigkeit, wo die Dinge auch einfach wieder auf den Menschen zurückkommen. Daran glaube ich ganz fest. Und ich glaube, das ist auch ein sehr guter Trost für jemanden, der betrogen und belogen wurde und enttäuscht wurde. Ihr könnt mir ja auch mal in die Kommentare schreiben, was gerade so in eurem Leben abgeht, dass man dann auch weiß, okay, es herrscht Gerechtigkeit und der Mensch wird das schon auf irgendeiner Ebene seines Lebens, seines fragilen Lebens, zurückkriegen. Ohnehin. Also, ich sag euch, Leute, manchmal dauert das 4-5 Jahre, aber wenn ihr wirklich Glück habt, dann dauert es wirklich nur ein Bruchteil an Zeit, vielleicht eine Woche oder zwei, und der Mensch kriegt schon wieder das zurück, was ihm gebührt. Und das ist natürlich auch wieder so ein leichter Rachegedanke. Also Rachegedanken sind hier auch wirklich fehl am Platz. Aber es gibt einem manchmal Trost, selber keine Rache ausüben zu wollen. Karl Lagerfeld hat mal in einem Interview gesagt, und ich weiß nicht hundertprozentig, in welchem Interview das war, dass er jedem Menschen, der ihn hintergangen ist, eines Tages den Stuhl vom Hintern wegziehen wird. Und ich fand die Aussage super krass. Also ich finde, Karl Lagerfeld ist ein toller Typ. Ich würde dem sehr gerne mal begegnen. Das ist auch einer meiner Träume. Also wenn einer von euch den Traum, mal Karl Lagerfeld zu begegnen, erfüllen kann, lasst es mich bitte wissen. Ich finde ihn mega faszinierend. Aber die Aussage ist natürlich sehr krass, aber auch ehrlich wiederum, dass ein Mensch, der einen hintergangen hat, sozusagen dann eines Tages die blanke Rache auch wieder fahren wird. Also der blanken Rache quasi ausgesetzt sein wird. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe das verstanden und habe es dann für mich versucht, umzuwandeln in dieses Leben, was ich gerade lebe. Nämlich nicht ein Leben der Rache oder ein Leben des Heimzahlens, sondern vielmehr ein Leben des kontrollierten, der Kontrolliertheit. Also kontrollierend, was meine Zunge anbelangt, was meine Worte anbelangt, was die Dinge anbelangt, die ich sage. Weil zum Beispiel gewöhne ich mir gerade ab zu fluchen. Ich habe mir das ganz dumm irgendwie beim Autofahren angewöhnt. Beim Autofahren in Hamburg, muss ich sagen, fällt es einem manchmal sehr, sehr schwer, nicht zu fluchen. Ich kann mich davon auch noch nicht hundertprozentig freisprechen. Das muss ich auch noch dazu hinzufügen. Ich möchte ein besserer Mensch werden. Ich möchte am liebsten täglich daran ansetzen, die Dinge besser zu machen. Und natürlich gibt es immer noch Ausrutscher und immer noch Momente, wo ich mir sage, das hätte jetzt nicht sein müssen. Und es gibt auch noch Dinge, die ich mir im Leben noch gar nicht beantwortet habe und irgendwie auch noch gar nicht so wirklich die Antwort drauf weiß. Macht das Leben aber auch immer noch spannend und es macht auch, dass man dann ein gewisses Risiko eingehen muss manchmal, um einfach auszuprobieren, was der richtige Pfad und was der richtige Weg ist. Das heißt nicht, dass ihr Fehler machen sollt im Leben, weil ich bin eher der Freund davon, dass man die anderen die Fehler machen lässt. Ist einfach so. Klingt blöd, aber ist wirklich so. Eines Tages werdet ihr gefordert sein, richtige Entscheidungen zu treffen. Wisst ihr wann? Spätestens wenn ihr Kinder habt und wenn ihr einen Mann habt und eine Familie habt. Da müsst ihr es drauf haben. Und ich bewundere das zum Beispiel meiner Mutter, dass sie so einen gesunden Mix an Sympathie und Intelligenz, Smartheit, Cleverness
sie ist so schnell, sie ist so pleatsch und das bewundere ich so sehr an ihr. Und ich bin froh darüber, dass ich jetzt, bevor die Dinge sich in meinem Leben weiterentwickeln, weil sie werden sich weiterentwickeln, ich werde wachsen, ich werde mich multiplizieren, ich werde mich vermehren. Natürlich, eines besagten Tages wird das alles passiert sein. Und ich möchte die Zeit nutzen, jetzt die Dinge zu tun und die Dinge zu leben, die dazu beitragen, dass ich später es einfach habe. Und auch wenn ihr jetzt 16 Jahre alt seid oder 12 Jahre alt seid oder etwas älter seid, vielleicht schon 40, 50, 60, 70 Jahre, dann ist es immer noch nicht zu spät. Von einem Kollegen von mir, die Oma, hat mit 80 angefangen zu studieren. Das ist kein Spaß, die war 80 und hat echt studiert. Hat echt angefangen. Und die hat bis sie 90 war studiert. Irgendwie sowas. Vielleicht auch bis sie 85 war. Es kann sein, dass ich jetzt maßlos übertreibe. Aber was ich damit sagen will, ist, es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät, sich Locken aufzudrehen. Es ist nie zu spät, seine Ziele zu verwirklichen, die Träume auszuleben, die Dinge mitzunehmen und aus ihnen unbedingt zu lernen und auch mal nett zu sein. Es tut niemandem weh, einfach mal zu lächeln und einfach nett zu sein. Ich zeige euch jetzt die Jenny Locker. Das ist ein Trick, den ich erfunden habe. Wenn es diesen Trick bereits auf dieser Welt gibt, verspreche ich euch hoch und heilig, dass ich davon nichts wusste. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich diesen Trick mir selber ausgedacht habe. Ich müsste ihn am liebsten patentieren lassen. Und ich möchte, dass, wenn ihr diesen Trick anwendet, ihr sie die Jenny Locker nennt und mich hashtaggt. Das ist mir ganz wichtig, weil ich finde es auch wichtig, dass man den Menschen, die einen sozusagen auf gewisse Dinge hingewiesen hat, auch die Props gibt, die sie verdienen. Und die Props jetzt habe ich auf jeden Fall verdient. Ich zeige euch jetzt mal den Trick. Die Jenny Locke erfolgt so. Ihr nehmt euch eine Strähne, dann macht ihr einmal den klar, weil wir wollen ja, dass sie ordentlich hält. Ihr könnt die Strähne natürlich einmal durchkämmen. Dann nehmt ihr euch den Lockenstab und dreht die Haare, so wie ich sie eindrehe, ein. Ganz oben an oberster Stelle fangt ihr an. Ey, wenn ihr ein Tutorial zu der Jenny Locke haben wollt, ne? Noch zusätzlich, dann lasst es mich wissen. Dann mache ich daraus ein ausführliches Ding. Jetzt zeige ich euch mal, was der Trick ist. Ihr fangt die Locke auf, passt auf, dass ihr euch nicht verbrennt. Drückt sie platt mit beiden Händen und verreibt die Locke ineinander. Seht ihr das? So sieht sie aus und ich reibe an ihr rum. Seht ihr das? Und jetzt lasst ihr los. Und das ist die Jenny Locker. Okay? Merkt euch das. Und wie gesagt, wenn ihr noch ein ausführliches Tutorial zu der Jenny Locker sehen wollt, lasst es mich hören. Seht ihr, wie die springt? Seht ihr, wie die da sitzt und springt? Und viel bounciger ist als die anderen Locken hier? Habe ich extra gemacht. Lasst es mich wissen. Und dann gibt es dazu natürlich auch unmittelbar und direkt ein Tutorial. Es wird sehr hart werden. Zum Thema Haare werden wir ganz, ganz viel machen die nächste Zeit. Es kommt ganz, ganz viel auf euch zu, ihr Süßen. Auch in der Weihnachtszeit und so. Och, ich habe so viele Ideen, oh mein Gott. Ihr werdet es nicht glauben, was ich hier noch alles mit euch vorhabe. So. Und wie gesagt, wenn ihr ein Tutorial zu der Jenny Locke haben wollt, müsst ihr es mich unbedingt wissen lassen. Also wie gesagt, dieses Prozedere ist halt immer so ein bisschen langwierig. Und wenn man dann so sich dem Ende neigt, ist das schon eine gute Sache. Und ich finde auch, dass diese Frisur einfach so wahnsinnig zur herbstlichen Zeit passt. Also es ist doch auch von der Farbe her. Ich wollte die Farbe eigentlich ein bisschen aschiger machen. Aber ich glaube, dass ich diese Unit, diese Perücke, jetzt einfach auch in dem Farbton belasse. Ich finde den Ton super schön für den Herbst. Hübsch. Ich mag's. Wie findet ihr die Frisur? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Und wenn ihr mehr Looks sehen wollt, dann lasst es mich sehr, sehr gerne wissen. Hier kann man sich auch immer noch so kleine Strands nehmen und die nachdrehen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ihr noch mehr solche Videos sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Folgt mir unbedingt auf allen sozialen Netzwerken. Wir werden auf jeden Fall zu besseren Menschen werden, da bin ich mir ganz sicher. Und ich auch mit eurer Hilfe. An dieser Stelle wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ihr seid schön, wie ihr seid. Bis bald. Bye.